when I grew up in the inner city there in the worst tenement section. Als ich in dieser Stadt aufgewachsen bin, in der Innenstadt, im schlimmsten Gebiet, I grew up with hate in my heart. Bin ich mit Hass im Herzen aufgewacht. And it festered out in violence. Und das hat sich in Gewalttätigkeit geäußert. And crime. Und in Kriminalität. And there are no atheists in sinking boats. Und in sinkenden Booten gibt es keine Atheisten. There are no atheists in crashing planes. In einem Flugzeugabsturz gibt es auch keine Atheisten. When the death angel comes around your heart, wenn der Todesengel sich deinem Herzen nähert, you're gonna ask where you're gonna spend eternity. Fragst du dich, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? And so I prayed my first prayer. Also habe ich damals mein erstes Gebet gesprochen. I got down in the boat, ich habe mich in dem Boot niedergekniet and I said, God, und ich sagte, Gott, get me in. Hol mich hier raus. Richard spends his life in prison for murder. Richard hat sein Leben im Gefängnis verbracht wegen Mordes. And I go around the world preaching the gospel of a crucified, risen Christ. Und ich gehe um die Welt und predige das Evangelium von einem gekreuzigten und wieder auferstandenen Jesus. What an impact! Was für eine Wirkung! Jesus then took this gang-banging kid, this vice president of the Beachcombers. Christus hat diesen Jungen, diesen Vizepräsidenten der Beachcomber, genommen. He took a switchblade out of my pocket. Er hat das Springmesser aus meiner Tasche entfernt. He put a Bible in my hand. Er hat die Bibel in meine Hand gelegt. An amazing thing, I couldn't even read. Und das Erstaunliche ist, ich konnte noch nicht mal lesen. You see, I would rather believe in God. Ich würde lieber an einen Gott glauben. And come to the end of my life. Und bis zum Ende meines Lebens gelangen and find out there is no God, und herausfinden, es gibt keinen Gott, then live my life as if there were no God, als mein Leben zu leben, als gäbe es keinen Gott, and then come to the end of my life, und dann zum Ende meines Lebens kommen and discover there is a God, und herausfinden, es gibt wohl einen Gott. Have you ever asked a question or been asked a question, wurde euch schon mal die Frage gestellt, if God is so big, wenn Gott so groß ist, then why doesn't he do something here? Warum macht er nicht etwas hier auf dieser Welt? Is there any hope for me, for my family, for my future, for my nation? For, I mean, gibt es Hoffnung für mich, für meine Zukunft, für mein Land? When pain and sickness prevails, is there any hope? Wenn Schmerz und Krankheit Überhand nehmen, gibt es Hoffnung? When death comes and still stings. Wenn der Tod kommt und es immer noch sticht. And tears flow and it won't stop. Und die Tränen fließen über deine Augen. There is one shining hope. Es gibt eine scheinende Hoffnung. And that hope is in the person of a man called Jesus Christ. Und diese Hoffnung besteht in einem Mann namens Jesus Christus. But still the haunting question. Aber es gibt immer noch diese Frage. Has God abandoned us? Hat Gott uns verlassen? Yeah. In a sense we understand the nature of praying. In einem bestimmten Sinne verstehen wir das, die Natur des Gebets. The effectiveness of praying. Die Effektivität des Gebets. But we have to understand who we are praying to. Aber wir müssen auch verstehen, wen beten wir an? You see, our understanding or our concept of God, unser Verständnis oder das Konzept von Gott, determines the success of our prayer life. Bestimmt die den Erfolg unseres Gebetlebens. In the book of Matthew, we discover the nature of prayer. Im Evangelium von Matthäus entdecken wir die Natur des Gebets. And Jesus introduces us to the one we pray to. Und Jesus stellt uns denjenigen vor, zu dem wir beten.